Freunde, ganz krass, ich habe mir gerade ein Video reingezogen und zwar von Sinanji auf dem Kanal Sinanji Highlights. Das Video geht ungefähr 20 Minuten, geht um den Kampf von gestern. Das ist so ein Vlog von Sinanji, wie er zum Kampf geht nach Gelsenkirchen. Und dann, nachdem der Kampf vorbei ist, Manuelsen gegen Bösemann, kommt er raus und versucht so eine Art Interview oder so Vlog-Interview für seine Leute zu machen. Und dann kommen dem schon so die Tränen. Also das sind echte Tränen, so wie es aussieht. Und der war sichtlich geschockt. Also Sinanji, der hat ja eine langjährige Freundschaft zu Manuelsen gepflegt. Und die hatten wohl jetzt auch die letzten anderthalb Jahre irgendwie ein bisschen dicke Luft so zwischen sich und so weiter und so fort. Also so wie es aussieht, ist Sinanji die Niederlage von Manuelsen sehr nahe gegangen und eventuell ergibt sich das, dass sie jetzt auf jeden Fall wieder ins Gespräch kommen und eventuell wieder zusammen irgendwie auch trainieren oder so, ne? Weil das würde vielleicht eine Motivation auch für Manuelsen sein, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und apropos, Titel des Videos, würde ein Kampf zwischen Bösemann und Manuelsen, ein Rückkampf, würde das Sinn machen? Und dazu kommen wir jetzt. Also zunächst, bevor ich loslege, ja, absolut verdienter Sieg, das habe ich im Video gestern auch gesagt. Also es gibt keinerlei Ausreden, links, rechts und so weiter. Bösemann hat ganz klar gewonnen. Willenskraft, massiver Vorwärtsgang, jede Menge harte Treffer. Und ich wollte auch nochmal kurz zu sprechen kommen, gleich, also im Anschluss, ich werde jetzt ein paar Minuten reden und dann im Anschluss Richtung Ben Fresh ausrichten, weil Ben Fresh hat gestern irgendwie erzählt, ja, Manuelsen wäre nicht hart getroffen worden. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst mal, würde ein Rückkampf Bösemann Manuelsen Sinn machen? Ich würde zu 100% sagen, ja. Und vorab, Manuelsen ist ein erwachsener Mann. Keiner kann ihn überreden oder so, dass er unbedingt noch einen Rückkampf machen muss. Er muss es von sich aus wollen. Aber warum würde das einen Sinn machen? Ich finde, dass Manuelsen anscheinend diesen Kampf nicht so richtig ernst genommen hat, auch wenn er das gesagt hat vorher. Weil die Fitness war einfach nicht da. Ich würde gerne, also aus meiner Sicht, würde ich gerne Manuelsen statt mit 140, 143, würde ich Manuelsen gerne mit vielleicht 120 Kilo sehen. Also 20 Kilo runter. Auch jetzt nicht innerhalb von ein oder zwei Monaten, sondern der kann sich ja 6 Monate, 8 Monate, von mir aus 9 Monate, 10 Monate Zeit nehmen. Ja, das heißt pro Monat, was weiß ich, 2 Kilo runter. Und jetzt auch nicht auf Krampf, auf Diät, sondern so mit ein bisschen Sport. Das Ganze ernst nehmen, weil ich finde, und jetzt kommt die Begründung, ich finde, das ist meine ehrliche Meinung, dass in Manuelsen auf jeden Fall mehr drin steckt. Es war zu wenig Gegenwehr da. Die Rechte ist überhaupt nicht geflogen. Ich habe mir den Kampf jetzt schon bestimmt 5-6 Mal reingezogen. Also Jabs kamen ein paar im Nachhinein gesehen, aber die waren teilweise auch nicht hart genug. Die waren so eher so reingeschoben als reingeschlagen mit Härte. Erstens. Und zweitens, die Rechte ist gar nicht gekommen. Dann das Distanzgefühl, so wie er gesagt hat. Er hat ja in so einem Interview gesagt, Distanzgefühl war nicht da und so weiter und so fort. Vielleicht auch die Aufregung, das erste Mal vor so einem riesen Publikum und so weiter und so fort. Ich würde gerne Manuelsen mit Kraftsporttraining, ja, Trizeps, Brust, Schultern, Nacken. Überleg mal, wenn Manuelsen, ich habe ja auch ein, zwei Mal kurz mit ihm gesprochen, wenn ich den in Düsseldorf gesehen habe, der hat ja so minimal eine Abneigung gegen Gewichtheben und Kraftsporttraining. Ich finde, dass Kraftsporttraining so ihm wahrscheinlich jetzt geholfen hätte, diese Masse, die er ja nun mal hat. Nicht, dass er gar keine Muskeln hat, aber im Verhältnis zum Körpergewicht müssten auf jeden Fall mal so 10, 15 Kilo Muskelmasse draufkommen. Speziell so Schultern, Nacken, Trizeps, Brust. Ne, das hilft ja alles beim Boxen. Ne? Also, da würde ich auf jeden Fall dran arbeiten, dass er vielleicht so 20 Kilo so an Fett runter, ne? Und dann vielleicht 10, 15 Kilo versuchen innerhalb einer langen Distanz natürlich, oder sagen wir mal 8 Kilo, 6 Kilo, ist ja auch egal. Auf jeden Fall mehr Muskulatur. Man muss ja auch gucken, was in 10 Monaten, 12 Monaten möglich ist, ne? Du kannst ja jetzt nicht unendlich Muskeln aufbauen. Aber dadurch, dass er ja, ich habe ja ein, zwei Mal mit ihm in Düsseldorf auch deswegen gesprochen, so, ey, was ist mit Bankdrücken und dies, das. Da hat er gesagt, und auch allgemein, der redet ja viel über, ne, so Kampfsport, Boxen, aber so mit Kraftsport hat das nicht so. Also, würde Manuelsen, jetzt mal zusammengefasst, würde Manuelsen Minimum 20 Kilo runtergehen, weil der ist ja ziemlich groß, ne? Auf seine 1,97 nur noch 120 Kilo wiegen, ja, weil es immer noch ein enormes Gewicht ist, das darf man ja nicht unterschätzen. Seine Fitness ein bisschen vernünftig bearbeiten, ne?
ich bin ja jetzt kein Boxtrainer, aber die wissen ja, was zu tun ist, ne? Treppen, was weiß ich, oder von mir aus kleinere Distanzen laufen und dann sich ein bisschen steigern, auf jeden Fall die Fitness auf Vordermann bringen und dann diesmal auch mit wirklich Kriegermentalität da reingehen und das Ding machen wollen, weißt du? Dass da auch mal so eine Rechte geflogen kommt. Ey, man hat bei Bösemann gesehen, der hat auch ein paar Mal sogar versucht, einen Uppercut zu landen, ne? Überleg mal, ne, so als kleiner Mann, der hat das ausgenutzt. Der ist reingegangen, ein, zwei, drei Mal habe ich gesehen, dass er sogar einen Uppercut reingedonnert hat und so weiter und so fort. Also das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Und selbst wenn da nochmal eine Niederlage kommt, aber wenn da mehr Gegenwehr kommt, mehr so Willenskraft, das würde also auf jeden Fall enorm den Zuschauern gefallen. Ich würde das auf jeden Fall feiern. Also ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn, weil zu wenig Gegenwehr war diesmal. Vielleicht wegen der Aufregung, Adrenalin, was weiß ich, Schock, zu viel Zuschauer, zu viel Livestream, so. Der hat ja auch gesagt, dass da keinen Bock drauf hat und so. Aber Ausreden beiseite, wie gesagt, Bösemann hat gewonnen, ganz klares Ding. Verdient gewonnen, ganz klares Ding. Willenskraft auf Bösemanns Seite, ganz klares Ding. Wir wollen Bösemanns Sieg nicht kleinreden. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Ben Fresh. Ben Fresh hat ja gestern ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob der da jetzt auf die Schnelle ein Video hochladen wollte. Der hat ja irgendwie behauptet, die Treffer, die Bösemann gelandet hat, die wären nicht irgendwie vernünftig gewesen. Also speziell in der letzten Runde, da gibt's so eine Stelle, da ist Manuelsen am Zaun. Am Zaun, am Cage, am Käfig. Und da kommt, da ist Manuelsen so am Käfig und dann kommt so eine rechte Überhand so richtig am Kinn. Und ey, Bösemann ist ja kein Leichtgewicht. Ja klar, wiegt der 20, 30 Kilo weniger als Manuelsen, aber ist ja jetzt auch kein Federgewicht. Da sind ja auch 110 Kilo und wie man gesehen hat, war der auch trainiert. Und er hat den volle Kanne am Kinn getroffen. Und wenn du gleichzeitig Kinn und Beine anguckst, merkst du einfach, die Beine von Manuelsen sind einfach Pudding geworden. Genau in der Sekunde. Guckt euch mal die letzte Runde an. Ich glaube, das war auch der Schlag. Natürlich die ganzen Kombos vorher, ne? Die haben schon ihre Wirkung hinterlassen, ne? Aber dieser eine Schlag, wo der am Zaun steht, die stehen sich gegenüber, Manuelsen ist leicht so, hier die Seite ist frei und von hier kommt ja auch die rechte, ne? Und bam, volle Kanne am Kinn gelandet und da merkst du direkt, der ganze Körper, die ganzen 2 Meter sind am Wackeln, speziell auch die Beine und dann hat er noch 2, 3, 4 Dinger bekommen. Also ich weiß nicht beim besten Willen, Ben Fresh, wie du auf die Idee kommst, ja, ich meine, du bist der Profikampfsportler, ich bin einfach ein random YouTuber, der hier auf seiner Couch die Videos macht, ne? Also die Erfahrung liegt ganz klar auf deiner Seite und gerade deswegen frage ich mich, wieso du jetzt auf die Schnelle so ein Video raushaust und sagst, ja, der wurde nicht getroffen. Also wenn man sich das in Zeitlupe anguckt und dann mehrmals hintereinander, da waren ordentliche Volltreffer mit dabei und dass da irgendwas und hier links, rechts und so, also Bösemann hat ganz klare Treffer gelandet und wie gesagt, letzte Runde, guckt euch auf jeden Fall mal nochmal so ein bisschen auch in Zeitlupe. Man kann ja bei YouTube auch Zeitlupe laufen lassen. Also da waren ein paar Volltreffer dabei, aber speziell dieser eine in der letzten Runde, wo, wie gesagt, Manuelsen dreht sich auch so ein bisschen so nach rechts und zeigt hier seine linke Seite vom Kinn und von seinem Gesicht. Und genau da kommt er. Und das ist übrigens, das ist der gleiche Treffer, also ungefähr, ich sag nicht genau der gleiche Treffer, aber ungefähr ist das der gleiche Treffer wie Hasim Rahman vor 15, 20, 25 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, oder 20 Jahre ist das ungefähr her. Wie Hasim Rahman Lennox Lewis K.O. geschlagen hat im ersten Kampf, wo die gegeneinander gekämpft haben. Guckt euch mal unbedingt an, Hasim Rahman gegen Lennox Lewis. Das ist ungefähr der gleiche Schlag gewesen. Lennox Lewis hat sich auch so leicht weggedreht, so nach Motto, ah, ich kann ausweichen und dann kam der rechte Überhandtreffer da, so ein rechter Schwinger, so richtig von oben nach unten und dann volle Kanne am Kinn getroffen und bei Leuten über 100 Kilo, teilweise 110, 115, 120 Kilo, wenn du da so ein Ding kassierst, Alter, dann wackelt einfach die ganze Struktur des Körpers. Das geht einmal von oben über den Rückenmark, über die ganze über den ganzen Rücken in die Beine und dann ist hier einfach Kollaps, Alter. So, dann bricht alles auseinander. Da kannst du auch nichts. Das ist ein Volltreffer, den überlebt fast so gut wie keiner. Dann fällst du einfach.
Das ist ungefähr der, das ist der Treffer gewesen. Es waren viele Kombos, aber achtet nur auf diesen einen Schlag, auf den ich euch gesagt habe. Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, Manuelsen hinten am Zaun und anstatt die Fäuste weiter oben, die Fäuste waren etwas weiter unten, linke Seite des Gesichts, Manuelsen dreht auch so ein bisschen leicht den Kopf, zeigt hier die volle Seite, ne, so hier seine Schwachseite hier am Kinn und Ohr und alles und von da kommt so vom bösen Mann der Volltreffer und dann ist finito. Deswegen, ich weiß nicht, Ben Fresh, was du dir da für ein, vielleicht hast du das aus der Entfernung gesehen oder verkritzeltes Video, vielleicht hast du das nicht erkannt, jetzt im Nachhinein, wenn du dir das anguckst, hundertprozentig waren da richtig krasse Treffer dabei, speziell auch dieser eine Treffer. Das mein Wort dazu, also ein Rückkampf würde aus meiner Sicht hundertprozentig Sinn machen, wenn Manuelsen jetzt wirklich mal 6 Monate bis 12 Monate, sagen wir mal 15 bis 20 Kilo an Fett abnimmt, dafür vielleicht 8 bis 10 Kilo Muskelmasse speziell im Oberkörper zunimmt, Schultern, Nacken, Brust, Trizeps und so alles, was für die Schlagkraft Dings ist, mehr Willenskraft und ich würde das gerne sehen und ich glaube, und das ist jetzt der Grund, das ist der speziell der Grund so, ich glaube nicht, dass Manuelsen da 100% im Ring gelassen hat. Das sah alles so gezwungen aus und so halbherzig und so. Ich glaube, in Manuelsen steckt auf jeden Fall noch was drin, was er durch gutes Training dann einen viel besseren Kampf liefern kann. Und trotzdem, am Ende nochmal, Bösemann, Respekt für den Kampf, du hast auf jeden Fall überzeugt. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, liked das Video und wir sehen uns morgen in einem neuen Video. Bis dann. Ciao.